Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Goodiebox-Adventskalender. Der ist ganz fresh bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe mir den jetzt einfach selber mal bestellt. Genau, und der kostet im Early Bird Geschichtengedönsen 119,95. Ich spicke mal ein bisschen. Regulär 159,95 und insgesamt soll der einen Wert von 664,66 Euro haben. Ich werde das Ganze natürlich ein bisschen nachrechnen und dann schauen wir einfach mal. Genau, also wenn du Bock drauf hast, die Box generell zu abonnieren, kannst du mal in der Infobox vorbeischauen. Da setze ich dir mal diesen Welcome-Link rein. Ich denke, dass man dann auch noch so ein bisschen Vergünstigung für den Adventskalender abgreifen kann. 24 Days of Me-Sember finde ich auch irgendwie ganz süß gemacht von der Idee her, ne? Weil es geht bei Goodiebox ja auch immer so um Me-Time und so weiter. Und wir haben auch dieses Jahr, ich glaube, das ist das gleiche Design wie letztes Jahr, aber halt mit dem Schubert drum, ne? Diesen Schubladen-Adventskalender. Oh, den sollte ich umdrehen, ne? Genau. Und dann haben wir hier nämlich einen Spiegel drin. Ja, das ist wie beim letzten Jahr. Das ist ja cool. Fanden nämlich viele letztes Jahr auch ziemlich geil, weil man das auch super als Schminkkästchen später für Kinder verwenden kann oder für sich selbst halt auch, ne? Und hier haben wir dann die einzelnen Schublädchen, die ich doch einfach mal ganz frech rausziehe und vor mich hinstelle, damit ich es einfach habe. Irgendwie kommt mir so ein kräuteriger Duft entgegen. Aber wir schauen einfach mal, woher der Duft dann so letztendlich kommt und starten mit Box Nummer 1. Erfahrungsgemäß würde ich sagen, haben wir hier überwiegend Pflege drin. Und ich glaube oder befürchte, dass hier einiges drin ist, was wir halt auch schon aus dem Boxen ja in Anführungsstrichen kennen, ne? Also dass da viele bekannte Produkte drin sind und ich denke auch vielleicht so eine Handvoll dekorative Kosmetik, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall startet die Geschichte mit Avant, ne? Shea Butter, Hyaluronic, Vitamin B3, also Niacinamide und so weiter und so fort. Das ist eine Nachtcreme mit 50 Millilitern, also hier rastet einfach mal schon der Wert aus, denn sowas ist teuer. Ich denke, dass sowas so ein bisschen mehr als 100 Euro kostet, ne? Ja. Finde ich ganz cool, dass es damit startet. Ich finde also generell so eine Nachtcreme, ne, ganz angenehm und dementsprechend guter Start in die Adventszeit. Ob diese Preise von Avant angemessen sind, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Man freut sich, wenn man es irgendwo mit drin hat, weil ich glaube, für den regulären Preis sich das zu kaufen, machen die wenigsten. Die Nummer 2. Oh, was eine geile Farbe. Nailberry, das ist ein Nagellack, Leute. Wird nicht jeder feiern. Ich feiere den hart. Wie heißt du denn? Blue Moon. Oh ja, genau so sieht es auch aus. Eine extrem schöne Farbe. Und Nailberry, also diese Marke, macht so tolle Nagellacke. Wow. Wow. Den finde ich richtig geil. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Okay, Comme de, ein Blush. Blush Up Bloom. Ich hatte ihn auf jeden Fall mal, habe ihn nicht mehr. Das heißt, ich fand die Farbe dann nicht ganz so gut oder ich hatte die schon irgendwie irgendwo anders mal mit dabei. Aber es sieht sehr, sehr hübsch aus, oder? Eine schöne, schöne Blushfarbe. Sehr hochwertig verpackt, also das muss ich auch wirklich sagen. Macht einen sehr guten Eindruck und das ist ein tolles Produkt. Ich weiß nicht, ob das eine Full-Size ist. 5 Gramm hört sich eigentlich nach einer Full-Size an. Hier haben wir die Nummer 4. Das darf auch nicht fehlen. Oh, wie geil, den habe ich noch nicht. Das ist von Nire ein Pinsel und zwar der Finishing Powder Brush und die Nummer 107. Ich liebe die Nire Pinsel, die sind so gut. Also bislang, Leute, haut der Adventskalender halt richtig auf die Kacke. Für mich persönlich ist es gerade mega. Also ganz tolle Produkte. Wir haben Tools mit dabei, Nagellack, der schön ist, außergewöhnlich ist, ne, den Blush, den dazu passenden Pinsel und eine Nachtcreme. Also läuft. So darf es gerne weitergehen. Dann gucken wir mal, ob der 5. Dezember das ganze Niveau halten kann. Hyaluronic Serum von Yorgo B. 15 Milliliter. Das ist super. 15 Milliliter. Ach Quatsch. Hyaluron können wir sehr gut gebrauchen. Schön feuchtigkeitsspendend und da ist auch das Provitamin B5 mit dabei. Also das hört sich sehr gut an. Panthenol, ne? Ich glaube, da werden auch sehr viele sehr glücklich mit und das kann auch jeder verschiedene, also jeder Hautton auch verwenden. No pressure, Nikolaus, aber von dir erwarte ich jetzt richtig krass zu sein. Vor allem, was deine Vorgänger hier schon rausgehauen haben. Da muss ich mal gucken, ob du da irgendwie nachziehen kannst. Naja. Also geht so. Luxliss Cherry Blossom and Rose Volumizing Hair Care Shampoo. Ja, haben wir ein Shampoo hier drin mit 40 Milliliter. Ne? Das ist jetzt keine große Größe. Ich glaube, wenn ich das jetzt so durch die Gegend Licht halte, das ist nur bis hier gefüllt. Klar, sind ja auch nur 40 Milliliter, ne? Aber dufttechnisch finde ich das schon ganz cool. Doch, das ist okay, aber ich finde, es ist nicht eine verdiente Nummer 6. Feiern die denn überhaupt so sehr auch Nikolaus? Das weiß ich gar nicht.
die Nummer 7. Oh, guck mal, hier haben wir den passenden Conditioner mit dabei. Das finde ich tatsächlich super. 40 Milliliter sind hier drin. Also wenn man in einem Adventskalender sowohl Shampoo als auch Conditioner mit enthalten hat, macht das durchaus Sinn. Dann kann man das nämlich auch so zusammen verwenden und es ist tatsächlich auch die gleiche Menge enthalten. Finde ich richtig gut, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das macht sie. Rodial, Vitamin C, ein Papaya-Enzym-Peeling. Das ist auch geil. 20 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Mega, finde ich richtig gut. Also auch hier täuscht die Tube ein bisschen über das Produkt, weil 20 Milliliter sind 20 Milliliter, ne? Aber ich finde das sehr, sehr geil. Also Enzympeelings kannst du ganzjährig verwenden, können alle Arten von Hauttypen verwenden. Vitamin C ist ein ganz, ganz toller Wirkstoff, der halt aufhält und so weiter. 2 bis 3 Mal pro Woche anwenden. Also ich finde es cool. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Produkt freuen. Und das ist ein Kamm. Ja, kann man machen. Bimakai Eco Beauty. Das sieht total fancy aus. Also das ist so ein Zinkenkamm. Kann ich persönlich jetzt nicht allzu viel mit anfangen, muss ich gestehen. Aber, ne, sieht sehr witzig aus. Super krass, irgendwie aus Stroh oder sowas. Oder aus Heu? Ich weiß es nicht. Sieht witzig aus. Riecht aber nicht irgendwie komisch, ne? Ja. Und mit solchen Zinkenkämmen soll man angeblich unter der Dusche am besten die Haare kämmen, wenn man seinen Conditioner aufgetragen hat oder reingemacht hat, ne? Ja, ich mach das mit den Fingern. In der Nummer 10 darf es mit Pflege weitergehen. Und zwar haben wir hier eine Able Skincare, auch das ist eine sehr teure Marke, Hydra Glow Glycolic Firming Face and Neck Mask. Das ist eine Gesichtsmaske mit 50 Millilitern. Auch das wird um 100 Euro an Wert haben. Finde ich ziemlich cool. Gesichtsmasken liebe ich. Ist total toll. Glykolsäure ist hier drin, ne? Also Achtung, das ist dann so AHA, also das eher abends verwenden. Aber ja, finde ich toll. Mal schauen, ob die Nummer 11 das Niveau halten kann. Sie enthält eine Handmaske. Ja, von Mikura Zen Beauty Harmony Harmonizing Mask Hand Mask Gloves with Creamy Serum mit Rose und Hagebuttenextrakt Balancing Softening Love. Ja, 15 bis 20 Minuten lässt du das halt so drauf. Kannst du so beim Fernsehen gucken oder so machen, wenn du nicht gerade irgendwie Chips essen willst oder so dabei. Und ich bin jetzt... Ehrlich gesagt, Handmasken ist so das, was ich am allerwenigsten verwende. Nee, weil ich halt ständig was mit meinen Händen mache. Ich bin da halt sehr, sehr anstrengend, glaube ich. Aber nun, es ist jetzt, glaube ich, unser erstes Körperpflegeprodukt quasi. Halbzeit, die Nummer 12. Darf bei mir immer gerne ein bisschen was Besonderes sein. Verso Cleansing Balm mit Jojoba. Sehr schön. 25 Milliliter. Gesichtsreinigung ist so, so wichtig. Also ohne Gesichtsreinigung, ne, kannst du irgendwie also sehr, sehr viel vergessen. Ja, finde ich klasse, finde ich super sinnvoll und Verso ist, glaube ich, auch eine recht gute Marke und deswegen freue ich mich darüber. Tolle Nummer 12. Also jetzt Zwischenfazit, ne? Sieht soweit so gut aus. 60 Euro müssten hier theoretisch stehen. Safe. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber ob da jetzt 330 Euro stehen, das weiß ich jetzt nicht. Wobei Able Skincare und Avant arschteuer sind, ne? Die Nummer 13 führt die zweite Halbzeit an. Und hier ist was von Ilikia Beauty drin, und zwar ein Illuminator. Okay, ein Highlighter. 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Sieht auf den ersten Blick sehr, sehr hell aus, ne? Nacre mit Hibiskusextrakt. Also ein flüssiger Highlighter. Komm, den swatchen wir jetzt einfach mal hoch. Wie eine Perle kommt der da rausgeschossen, Leute. Sehr, sehr hell auf den ersten Blick. Aber ich glaube, wenn man den auch so verteilt, wird der sehr schier. Genau, und damit können viele verschiedene Hautfarben den verwenden. Der blendet sich ja fast schon weg. Da sehe ich jetzt nicht mehr. Doch, einen Perlglanz sehe ich wohl noch. Seht ihr den auch? Ein bisschen, ne? Ist jetzt nicht so super auffällig. Hat jetzt soweit keinen Duft. Nö, ist wahrscheinlich auch wieder so ein Produkt ohne Parfümstoffe. Und ich denke, ich rieche mal dran, ne? Jo, wie so oft. Aber ich find's cool. Hätte für mich nur noch ein bisschen intensiver sein dürfen. Wobei, wenn ich mir das jetzt hier auf meinen Fingern angucke, ne? Ist da schon Schimmer mit bei? Vielleicht als Primer auch eine ganz gute Sache, als Glow Base. Die Nummer 14. Maria Stella Maris Voyage Vetiver oder Voyage Vetiver Nummer 07. Ein ja, Body Wash, 75 Milliliter. Mensch, reden kann die Frau auch nicht mehr, ne? Das riecht sehr intensiv, aber sehr, sehr gut. Also wenn die jetzt tatsächlich auch noch eine schöne Verpackung hätten, hätte ich es noch... Ich bin hier am Meckern. Nein, das ist ein tolles Produkt. Mensch, ein Duschgeschichtgedönsen, ne, mit einem tollen Duft ansprechen. Dann schauen wir mal in die Nummer 15.
Lippenpflege darf nicht fehlen von We Love the Planet. Ein Lip Balm Velvet Shine. Oh, das ist auch cool. 4,9 Gramm, 5,2 Milliliter. Das ist so ein ganz natürliches Produkt. Schaut so aus. Es ist halt in so einer Papierverpackung zum so hochdrücken. Was ich halt super unpraktisch finde, aber super nachhaltig halt auch. Ne? Ja, und dann hast du halt, wie das schon sagt, hier auch genau so ein Schein mit dabei. So schaut es aus. Ich glaube, damals von Labello gab es doch auch in, also vor allem in meiner Jugend, auch solche Perlglanz-Gedöns-Geschichten, ne? Fand ich richtig cool. Also ich finde es auch ehrlich gesagt nett, dass wir hier was drin haben, was jetzt nicht nur Lippenpflege ist, sondern halt auch mit einem leichten Tint dabei. Wo versteckt sich da? Die Nummer 16, die habe ich jetzt hier. Flanerie, Lily Bloom Hyaluronic, ein Vivifying Serum für Strahlkraft, 30 Milliliter. Das dürfte sogar eine Full Size sein. Also hier haben wir dann noch ein Serum drin enthalten. Dürfte jetzt auch unser zweites Serum sein. Genau, wir hatten ja das schon das Hyaluronserum. Aber nee, wir haben jetzt zwei Hyaluronseren. Das ist natürlich, warum? Ja gut, da hätte man vielleicht irgendwie eine andere Wirkstoffgeschichte nehmen können. Trotzdem ist das dann schon wieder halt etwas, was jeder verwenden kann. Wahrscheinlich deswegen zweimal Hyaluron, weiß nicht. Dann schauen wir mal, was sich am eine Woche vor Heiligabend im Adventskalender verbirgt. Oh, von Dove Beauty Reusable Press-On Manicure. Das ist halt so gar nichts für mich. Bin ich ehrlich, da bin ich vollkommen raus. Ich bin halt ein Fan davon, mir die Nägel zu lackieren und nehme dann halt auch in Kauf, dass dann vielleicht irgendwie das sich mal ablöst oder sonst irgendwas, ne? Aber das ist so gar nichts für mich. Nee. Aber ich glaube, solche Press-On-Nails oder Nagelfolien und so sind ja eigentlich relativ beliebt. Deswegen ist es vielleicht ganz cool, dass es drin ist. Ich bin ja auch nicht der Nabel der Welt, ne? So, die Nummer 18 hat mich die ganze Zeit schon angelächelt, weil die riesig ist. Und die eröffnet unsere Weihnachtswoche. Die fühlt sich so leicht an. Oh nein! Das haben die nicht gemacht. Ich meine, zieht euch das rein. So groß. Und hier ist eine Pinzette drin. Ich meine, zum Wiederbefüllen super, ne? Aber... Mind Tweezer von Moshi Moshi Mind. Eine Pinzette, yo. Kann man gebrauchen. Ist durchaus ein nützliches Produkt und so. Ne? Ist halt jetzt irgendwie so gefühlt das erste wirkliche Füllprodukt hier im Adventskalender. Hat seinen Wert. Ist hübsch mit dem Pünktchen drauf. Aber haut mich jetzt echt nicht vom Hocker. Vor allem, wenn man diese Größe hat, dann erwartet man so viel. Wahrscheinlich hatte Moshi Moshi Mind anfangs auch überlegt, vielleicht so ein Haarturban oder so reinzupacken. Hat dann irgendwie nicht geschafft, das rechtzeitig zu liefern. Ich weiß es nicht. Ne? Manchmal denke ich mir das dann ja auch, dass dann vielleicht die Firmen das einfach nicht so hingekriegt haben, das Kläppchen zu befüllen. Zähle ich jetzt mal zum Bereich Körper. Ne? Die Nummer 19 von Comme Deux haben wir hier was drin. Und zwar eine Face Cream Hydrating and Moisturizing. Auch das ein Produkt, was jeder verwenden kann. Wahrscheinlich dann auch super für tagsüber. Kannst du sicherlich aber auch abends verwenden. 50 Milliliter, das ist eine schöne große Größe. Also finde ich gut, ne? Das ist unsere zweite Creme, aber wir hatten ja jetzt eine Abendcreme und das ist dann eher eine Tagencreme, eine Tagescreme. Finde ich ehrlich gesagt super. Comme Deux ist jetzt das zweite von Comme Deux. Wir hatten ja eben auch den Blush von denen mit drin, ne? Da haben die sich hier gut beteiligt. Die Nummer 20 ist sehr schwer und eröffnet den Sprint Richtung Heiligabend. Ich glaube, das roch die ganze Zeit so. Eine Seife, Organic von Tangent TGC, keine Ahnung, Tangent TGC, glaube ich. TGC 505, also 100 Gramm sind hier drin. Ich kenne die Marke nicht, Seife kann man gebrauchen. Tangent in Stockholm, ja. Ja, eine Seife. Passt halt immer ganz gut in Kläppchen rein, aber es ist jetzt nichts, was mich umhaut, ne? Aber Seife ist sinnvoll, also ein praktisches Produkt, ne? Die Nummer 21. Dekorative Kosmetik, Leute. Blown Away Mascara von Gosh. Volume Length, ja, in Schwarz. Das dürfte eine Full Size mit 10 Millilitern sein. Und Gosh ist eine Marke, die haben wir öfters mal im Adventskalender drin. Hier seht ihr das Bürstchen. Ich mache die jetzt nicht extra auf. Und ja, ne? Ist aber jetzt nichts, was ich mir aktiv im Laden kaufen würde. Aber zum Ausprobieren ist es toll. Und ich finde es großartig, wenn wir eine Mascara in einem Beauty-Adventskalender drin haben. Deswegen feiere ich die Mascara in der 21. Zwei Tage vor Heiligabend ist hier der 22. Dezember. Hahn, Handcream, Carrot Kick. Oh, da muss man aufpassen, dass sie nicht abfärbt. Ne? 50 Milliliter. Und das ist halt wirklich von der Form her so ein richtiger Handschmeichler. Ne? Passt so schön in der Hand. Fühlt sich toll an.
Ja, kann auf jeden Fall was, denke ich mal. Eine Handcreme im Adventskalender finde ich auch immer sinnvoll, weil das trockene Jahreszeit und so sage ich ja immer wieder. Mag ich gerne leiden, doch. Jetzt kommen wir zum Tag vor Heiligabend. Also normalerweise packen die da gerne auch mal so Entspannungssachen oder sowas rein. Hier habe ich ein sehr kleines Tübchen drin von Symbiosis, das ist eine sehr teure Marke, mit Titanumdioxid und Niacinamiden, Blue Light Rescue and Protection Eye Contour. Oh, 10 Milliliter. Das hört sich super gut an. Niacinamide sind ja auch wirklich toll für die Augenpartie, weil die wirklich dann aufhellen und so, ne? Das ist klasse. Das ist eine schöne 23, muss ich sagen. Ja, da bin ich jetzt mal super gespannt, was wir an Heiligabend hier drin finden dürfen, weil das Büchslein sieht klein aus, sodass ich hier jetzt nicht unbedingt dekorative Kosmetik drin befinden, vermuten wollen würde. Ist super schwer, also scheint gut mit einem Tiegel befüllt zu sein, und zwar von Tromborg, das ist teuer. Scandinavian Mood, Matte Mask Mineral Rich. Ja, eine Gesichtsmaske. Mit 50 Millilitern. Super cool. Und die wird dann wahrscheinlich klärend sein, weil das dann ja eine Mattmaske ist. Und matt ist meistens, also Lehm oder Schlamm, ist ja dafür bekannt, dann auch so eine klärende Wirkung mit dabei zu haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr hochpreisig und deswegen auch echt gut in der 24 aufgehoben. Ja, also hier sehen wir dann auch mal, wie der ganze Adventskalender aufgeteilt ist. Ne? Wir haben überwiegend, aber nicht zu viel Skincare. Manche Sachen wiederholen sich. Also wir haben 2 Hyaluronseren drin, was ich jetzt aber nicht schlimm finde, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt so unterm Strich. 2 Gesichtscremes, wovon wir eine als Tages- und eine als Nachtcreme verwenden können. Ansonsten halt Masken, Peelings. Also ich finde es großartig, muss ich ehrlich sagen, wie das halt auch aufgeteilt ist im Bereich der Skincare. Eine schöne Haarpflege haben wir mit dabei. Dann auch ein bisschen was für den Körper. Klar, das ein oder andere Füllprodukt ist am Start, aber es ist jetzt nicht so zu viel, ne? Und ich bin ehrlich gesagt überrascht von der Fülle der dekorativen Kosmetik. Also ich bin ehrlich gesagt wirklich sehr zufrieden mit dem Inhalt dieses Jahr. Letztes Jahr war der ja nicht so super krass. Aber ich würde sagen, dieses Jahr wird man sehr, sehr glücklich, weil du eine ausgewogene Mischung hier drin hast. Und ich glaube, das wird vielen gefallen. Also die Frage ist, was ist das Wow-Produkt? Gibt es das? Nicht wirklich, aber dafür hast du halt super viele sehr, sehr praktische Produkte. Ne? Das heißt, jeden Tag packst du ein Kläppchen aus und freust dich drüber, weil du es benutzen wirst. So, ne? Und ich glaube, das macht halt auch so einen Adventskalender aus. Oder? Ja gut, ein Wow-Produkt wäre schon nice. Wobei für mich ist der Pinsel auch ein Wow-Produkt. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Können wir uns super gerne mal über den Adventskalender austauschen. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.